Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Daisy spielt seine Steam-Bibliothek einmal durch und guckt, ob da vielleicht gute Spiele bei sind. Heute spielen wir Agelos. Eigentlich wollte ich Ace of Spades spielen, hab's auch installiert und angemacht, aber da gibt's leider keine Server mehr. Ist eigentlich ein schöner Shooter damals gewesen, so ein Pixel-Shooter. Aber ja, geht nicht. Deswegen jetzt Agelos und gleich vorweg, da haben einige Leute bei den Rezensionen gesagt, die Steuerung mit dem Controller geht nicht. Ich spiele aber gerade mit dem Controller und ich denke einfach mal, die Leute, die da vielleicht Probleme haben, hier einfach mal, oh shit, okay, hat sich verändert, ne? Einfach mal auf Spielen mit Gamepad gehen. Also er macht nichts, wenn hier einfach Tastatur angedingst ist. Jetzt kann ich zum Beispiel gar nichts mit dem Controller machen, vielleicht hört ihr das. Aber sobald man hier auf Gamepad geht, kann man ganz normal mit dem Controller spielen. Nur mal so als kleiner Tipp für die schlechten Rezensenten. Oder aber man kann einfach im Spiel gar nicht rumlaufen und so. Das kann natürlich auch sein, weil es nur partizielle Controller-Dingsbums hat. Ja, wir schauen auf jeden Fall mal rein. Es soll sein wie ein... Wir spielen auch nochmal. Wie ein Metroidvania. Keine Ahnung. Oh, fühlt sich wie ein ganz normaler Tag an. Das ist spannend. Ganz normale Tage sind richtig spannend. Aber irgendwas zieht dich in Richtung des Waldes im Westen. Gibt's ja gar nicht. Fast so, als warte dort dein Schicksal. Ist ja fast wie bei Zelda. Hier ist er dann der Schicksalsbaum, oder wie der heißt. Alter, ich bin im Haus. Okay, ich kann sogar laufen. Ich kann angreifen. Ich kann ganz normal hüpfen. Ich spiele es ein bisschen laut. Und man kann hier nichts runterdrehen. Das ist super geil. Das liebe ich ja immer. Okay, ja, es ist einfach ein Metroidvania. Wir haben auch später noch irgendwie Magie oder sowas. Wir gucken einfach mal. Es ist auf jeden Fall sehr pixelig. Keine Ahnung. Ich habe es wieder geschenkt bekommen vom Publisher, soweit ich das weiß. Gar nicht so lange her, aber es ist halt unter A. Guck mal, da ist ein Gegner. Alter, der kann Feuer spucken. Das sieht voll cool aus. Okay, man kann nicht auf die raufhüpfen. Kann man hier runter? Guck mal, es gibt sogar eine nach unten Angreif-Animation. Gibt es auch eine nach oben Angreif-Animation? Nee. Das ist ja toll. Okay, hier, stirb. Haha. Okay, das erinnert mich jetzt schon so ein bisschen an Devious Dungeon zum Beispiel. Oh Gott. Ein Vogel, der mich angreift, das geht ja gar nicht. Okay, ja, so weiter ganz schön. Jetzt, das erinnert mich vom Grafikstil auch ein bisschen an Obake, wenn das jemand kennt. Das habe ich mir auch noch runtergeladen, Obake. Da geht es um so einen komischen Geist und der kann sich in Monster verwandeln und dann hat man die Fähigkeiten von dem. Das ist ganz witzig. Trinke nach oben von der Kiste, bla bla. Okay, cool, was haben wir da? Du hast ein Kraut gefunden, das heilt dich. Ja, cool. Heilt mich automatisch, wenn ich keine Leben mehr habe, oder was? Ja, ich habe das gerade nicht gelesen. Aber irgendwie so. Okay, die Gegner respawnen, wenn man in die Welt zurückgeht. Oben rechts sehen wir EXP. Mit Levelaufstieg und sowas. Und weil es ein Metroidvania ist, müsste es auch Fähigkeiten und so einen Kack geben, den man überall findet. Metroidvania, wer das nicht kennt, das ist halt an die Metroid-Reihe angelehnt. Und da hat man ja auch jederzeit bei diesen komischen Daten, die mir ihre Hand so rausgereckt haben, immer neue Fähigkeiten bekommen. Und daran ist das wohl irgendwie angelehnt. So, Hilfe! Bestimmt ein Mädchen. Ja, war ja so klar. Hier, die Klischees werden wieder bedient. Wird von einem komischen Troll angegriffen. Mädchen. Rette mich bitte. Okay, ich bin ja auch ein Held hier. Ja, hier bitte, Mädchen. Du bist mir egal. Du weigerst dich. In diesem Fall, mach dich auf deinen Tod gefasst. Okay, komm doch her. Ich kann... Wow, ich kann auch hüpfen. Ich will auch mein Schwert so cool werfen können. Hallo, wie viel hast du denn davon? Hey, hallo? Jetzt komm her, du... Oh Gott, der hat mich getroffen. Das ist ein Bösewicht. Stirb, Schurke. Hallo? Ich komme einfach nicht an den ran. Der ist voll gut im Ausweichen. So, stirb, Schurke. Hier, Prinzessin, ich habe dich gerettet. Bist du deine Prinzessin? Oh, mir geht's gut. Hab vielen Dank. Ich bin Prinzessin Lys von Numen. Vor einer Weile wurde ich von Valion entführt. Ich konnte entkommen, aber das Königreich ist in Gefahr. Wir müssen den König treffen. Was? Ich soll nur deinen Hausschutz suchen? Nun gut, wenn du meinst, dass die Gefahr für mich so groß ist, dann wirst du eben den König treffen und mir eine Eskorte schicken. Aber wisse, dass das Schloss nicht über den Haupteingang betreten werden kann. Du musst einen Geheimgang nehmen. Es gibt eine Höhle im Wald westlich des Schlosses. Dort befindet sich der Geheimgang. Beeilung, sei vorsichtig. Ja, geh zu mir nach Hause. Okay. Keine Ahnung. Haben wir einfach mal ein Mädel nach Hause abgesteppt. Mama, ich habe ein Mädelchen zu Hause. Okay, so. Was haben wir hier? Ein komischer Schrein. Dies ist ein Speicherpunkt. Schön, ich speichere. Ja, danke schön. Danke für Speichern. Das Speichern dauert lange. Das Spiel sieht gar nicht so kacke aus, muss ich sagen. Oh, ein Grizzlybär. Das Kampfsystem ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Guck mal hier, fast wie Dark Souls. Oder so. Alter, die Blumen greifen einfach an. Das ist ein bisschen assig. Die greifen vor allem immer so ganz komische Zeiten an. Dass man gar nicht so richtig weiß, oh Gott, Hilfe, wann man jetzt angreifen soll, nach vorne gehen soll oder ausweichen soll. Guck, da greift er einfach permanent an. Man kommt da gar nicht ran. Also, das ist wirklich wie Dark Souls, Leute. Wow. Ich glaube, die Bewertungen bei Steam waren recht gut für das Spiel. Oh. Lol.
Man kann einfach unter Wasser gehen. Alter, Fische! Jetzt ist das hier noch Mario-Style. Stirb, ihr Cheep-Cheeps. Ihr grünen, hässlichen Cheep-Cheeps. Ich gehe mal oben lang, ich will nicht unten lang. Was haben wir hier? Ist das Schloss hier? Schloss Schlumen. Okay, cool. Das ist ein sehr großes Schloss. Ich hoffe, das wird nicht so wie bei GOT hier mit dem Schloss. Ich sag nichts, keine Sorge. Die Tür ist verschlossen. Oh ja, ich soll ja auch von draußen da reingehen, irgendwie aus dem Wald oder so. Ich muss sagen, das Spiel ist gar nicht so kacke. Ich weiß nicht, ob es sich anbietet für ein Let's Play. Ich weiß auch nicht, wie teuer es ist. Ich vermute einfach mal so 15 Euro. Das wäre so ein normaler Preis für so ein Spiel. Vermute ich mal. Kann man da auf den... Ja, man kann auf den Ast. Ist ja richtig cool. Das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an... Oh mein Gott. Asterix und Obelix, da gab es auch so ein ähnliches Spiel. Aber da gab es damals noch einen Multiplayer-Modus. Das habe ich richtig gern gespielt. Dorf Bosco. Und Dorf Bosco besteht aus einer Hütte. Nee, mehrere. Da ist ein Affe! Doof, dass das kein dreiköpfiger Affe ist. Ah, guck mal, die Speicherpunkte heilen einen auch. Das ist interessant. Hallo, wer bist du denn? Klicke mir nur auf die Karte, um deinen Weg zu finden. Okay, danke, komischer Random Dude. Wer bist du? Schenkst du mir bitte was? Kannst du mir was kochen? Zum Beispiel einen Krafttrank oder so. Ich weiß nicht, wie die bei Asterix heißen. Oh, du solltest stets dein Heilkraut dabei haben. Komm wieder, wenn du keins mehr hast. Ah ja. Das ist also unsere Heilerin. Okay, cool, hi. Ich kann Start drücken und auf die Karte gucken. Das dauert immer ein bisschen lang, bis er in das Startmenü kommt. Celestia. Woher kenne ich den Namen Celestia? My Little Pony, glaube ich. Okay, wir sind in Bosco. Ich kann hier überhaupt nichts machen auf der Karte, aber wir wissen, wo wir sind. Okay, es gibt also auch eine große Weltkarte. Das ist doch cool. Was sonst noch? Da oben ist ein Affe, der uns hundertprozentig später angreift. Hallo, kleines Mädchen. Oh, die Affen sind keine üblen Typen, aber sie können das Stehlen einfach nicht lassen. Die klauen selbst Sachen, die sie nicht gebrauchen können. Oh ja. Die Affen sind die witzig. Hallo, kleiner Affe, ich töte dich. Dann nicht. Alter, habt ihr gesehen? Der hat mir Münzen geklaut. Ja, klau mir noch mehr Münzen, das ist witzig. Bitte klau mir meine Münzen. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das so toll finde. Der Affe klaut deine Münzen. Da hat er 5 Münzen von uns geklaut. Das finde ich sehr gut. Geh ins Inventar, um einen Trank zu verwenden. Nein, danke. Kann man auch bei dir Tränke kaufen? Ja. Ach du Scheiße, ist das teuer. 300 Münzen? Meine Münzen hat der Affe da oben. Kann der einfach meine Münzen klauen? Das ist witzig. Hallo, kleiner Dude. Auf einer Plattform. Ja, weiß ich doch alles, wie das geht. Hier kann man sich noch ausrüsten. Also alles ganz toll. Ist halt ein RPG, ne? Vergiss nicht, gekaufte Rüstungen und Schwerter auch auszurüsten. Das ist ein sehr guter Tipp. Hier haben wir ein schönes Stahlschwert, das so teuer ist. Wie teuer ist die Rüstung? Nur 60. Könnte man sich ja fast leisten. So eine coole Rüstung. Das werde ich auf jeden Fall doch nochmal testen, ob man dann die Rüstung auch außerhalb sieht. Das ist ja aber so ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Jo, die Spinne kommt einfach runter. Also ob ein Spiel gut ist oder nicht. Wenn man die Rüstung und so sieht. Das ist mir sehr wichtig bei Spielen. Bosco-Höhle, Erdtempel, Dorf Bosco, Schloss Schlumen. Okay, aber hier ist jetzt der Wald, ne, wo wir hingehen sollten. Alter, Level up! Und gleich eine Rückschaft bekommen. 50 XP nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass man mit den XP auch... Wieso bist du in der Wand drin? Hallo, Cheetah? Kannst du nicht einfach in die Wand rein? Okay, wir haben unsere 60 Münzen. Ich guck nach, ob man diese Rüstung sieht, wenn man sie jetzt kauft. Die sieht zwar schlecht aus als die Rüstung, die wir gerade haben, aber ist anscheinend eine Stahlrüstung. Ja, gib her. Du hast Ausrüstung gekauft. Cool. Mehr hat er auch gar nicht. Jetzt ist er fast ausverkauft. Ausrüstung. Ach ja, so richtig schön. So richtig schön wie damals. Die ganzen RPG-Spiele. Hier, Verteidigung plus 10. Cool. Wehe, man sieht sie nicht. Das wird gleich einen Minuspunkt geben. Man sieht sie! Ja, tolles Spiel. Kann man mit dir vielleicht auch Sachen verkaufen? Nee. Das ist natürlich blöd. Guck mal, jetzt haben wir so eine richtig tolle Rüstung an. Ich will gar keine andere Rüstung haben. Die ist türkis. Türkis ist meine Lieblingsfarbe. Das ist geil. Geil, jetzt halten wir mehr aus. Cool, wir haben auch bisher nicht so viele Leben verloren, aber jetzt halten wir trotzdem mehr aus. Mega gut. Oh, ich muss sagen, die Animationen gefallen mir bisher auch ganz gut. Au. So von der Rückstoßanimation, wie er angreift und so. Wie er sich bewegt, ist auch ganz nett. Das hier wirkt auf mich wie ein Geheimraum, aber ist es anscheinend nicht. Ein Blobby! Jojo! Alter, wow, what? Alles, na, Hilfe, nein! Okay, da hätte ich es witzig gefunden, wenn man wirklich in seinen Bauch reingewobbelt würde. Und dass er dann einen verspeisen will oder so. Das fände ich witzig. Hier können wir anscheinend noch nicht durch. Es gibt, ich habe gesehen, es gibt bei den. Ach, hier kann man einfach durchgehen, okay. Bei. Was? Bei der Steuerung? Oh nein, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, ne?
Ach, man kann ihn einfach kaputt machen, okay. Es gibt bei der Steuerung noch so Magie-Dinger, so Erde und Feuer und Luft und sowas stand da, dass man quasi der nächste Avatar werden kann. Also gehe ich mal davon aus, dass es später noch Magie geben wird. Und dass es dann das bedeutet. Geld despawn, okay, gut zu wissen. Ja, und je nachdem... Alter, ein Herzteil! Ach, cool. Ich weiß nicht, ist das wirklich so Metroidvania-mäßig oder ist das eher Zelda hier? Ein 2D-Zelda. Ich weiß halt nicht, was Metroidvania ausmacht, die Spiele. Die Tür ist verschlossen. Ich dachte immer, das wäre einfach so umherlaufen und dann komische... Hilfe. Komische Fertigkeiten erlernen mit der Zeit und dadurch dann alles machen können. Aber keine Ahnung, was das jetzt genau bedeuten soll. Ich habe auch ehrlich gesagt nie wirklich einen Metroid-Teil gespielt. Ich habe nur ein Metroid-Teil gespielt. Okay, komische Elektrokugel dir. Eine Demo auf dem DS. Das erste Metroid-Spiel für den DS, aber da nur die Demo. Die Demo hatte ich gleich dreimal, Leute. Die gab es irgendwann mal umsonst. Ich habe mir einfach drei dieser komischen Dinger mitgenommen, warum auch immer. Hallo, ich bin Kampftrainer Maulwurf. Nimm dies, junger Krieger. Cool, eine neue Fertigkeit. Du hast die Maulwurf-Schriftrolle. Damit können wir Angriffe nach unten machen. Sieht auch cool aus. Erinnert mich ein bisschen so, als wenn wir Trunks wären. So von Style her. Danke, kleiner Maulwurf-Typ, dass du mir einfach Fertigkeiten gibst. Ich glaube, dieses Spiel hat Potenzial, wenn ich das so sehe. Das ist hier... Alter, guck mal, der hat sich sogar so neu hochgeschubst und so. Aber wenn ich so sehe, dass es hier Fertigkeiten gibt und so, das spielt sich halt auch nicht so kacke. Rein von der Steuerung her. Also Devious Dungeon hat sich da ekliger gespielt, muss ich sagen. Ah, ein Minuspunkt gibt es vielleicht dafür, dass man sich nicht bewegen kann, während man angreift. Das ist bei Devious Dungeon wieder besser, obwohl Devious Dungeon nun wirklich kein gutes Spiel ist. Aber kann ich auch verstehen. Style gefällt mir ganz gut, Musik soweit auch. Ein bisschen schade finde ich, dass man während man im Spiel ist, nicht die Musik einstellen kann. Aber rein vom Musikstyle her geht das schon klar. Das ist die Frage, was müssen wir denn überhaupt machen? Hier einfach rein, oder? Wir hatten halt auch oben noch einen Weg, da wo diese komische Pflanze war. Waren wir hier jetzt schon? Ich bin mir richtig unsicher, Leute. Das sieht mich alles gleich aus. Ja, hier waren wir doch locker schon. Und wie soll man dann links rüberkommen? Ja, hier waren wir. Hier war der Maulwurf. Wieso sind wir denn hier schon mal hingekommen? Da brauchte man doch auch diese Maulwurf-Fähigkeit. Jetzt bin ich super verwirrt. Dann gehen wir halt mal oben lang, ne? Hier werden wir garantiert wieder getroffen. Aber unser Kraut aktiviert sich ja sowieso automatisch, so wie ich das mitbekommen habe. Oder kann ich irgendwas drücken? Nee. Komm, ins Schloss will ich ja auf jeden Fall noch. Ich will ja die komische Story auf jeden Fall noch mitbekommen. Wir haben gleich keine Leben mehr. Das ist ein bisschen kacke. Wir können uns noch das bessere Schwert jetzt leisten. Wir haben nämlich ein bisschen Geld. Ja komm, ich kaufe mir einmal kurz das bessere Schwert. So, aufgeheilt. Jetzt holen wir uns aber kurz dieses geile Edelschwert hier. Kling, jetzt sind wir richtig schön in Türkis gefeuert. Das ist doch richtig geil. Guckt euch dieses geile Schwert an. Ja, es bringt überhaupt nichts, außer dass wir vielleicht ein bisschen stärker sind. Fände ich schön, wenn das Schwert, weil es ja jetzt auch ein bisschen größer ist, wenn dann auch der Wirkungsradius ein bisschen erhöht wäre. Ist aber anscheinend nicht so, aber passt schon. Okay, ab in den Baum. Hallo, kleiner Affe, du bist pink. Bist du ein Schlammblut? Du bist kein echter Affe. Du bist ein Schlammblut, was bist du für einer? Der klaut mir einfach auch Zeug. Lass das. Hä, toll, hier ist einfach nichts außer ein Affe, oder was? Was ist denn bei dir kaputt? Der klaut dann jedes Mal eine Münze. Hä? Okay, dann habe ich gar keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Dann irre ich hier jetzt ein bisschen rum. Alles klärchen. Eventuell einfach mal die Story lesen sollen oder verstehen sollen. Hier geht's vielleicht noch lang. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwo einen Schlüssel her. Anscheinend können wir auch so lange, wie wir wollen, unter Wasser sein. Alter Unterwasserlevel, geil. Hier gibt's Fische, die einen nett angucken und küssen wollen und dabei locker Schaden machen wollen und alles Mögliche. Kann man im Wasser vielleicht höher hüpfen? Nö. Unlogisch, im Wasser kann man immer höher hüpfen. Sind wir jetzt in demselben Wassergebiet, wo wir auch schon vorher waren? Nee, ne? Was haben wir hier? Blaues Areal. Hallo? Gibt's hier irgendwas Tolles? Musik ändert sich. Jetzt sind wir mit krassen Dungeon. Alter, eine Ratte! Yo, what? Okay. Das ist ein bisschen komisch für die Augen tatsächlich. Dieses Blau und Rot. Ja, guck mal, wie süß die Ratte ist. Hey, die war süß. Ich finde die süß.
wie sie so rumgucken. Oh, knuffig. So ein bisschen wie Pikachu. Also so ganz bisschen. Eher nicht, aber schon so ein bisschen. Das komm her, du kleines Viech. Aua, ich bin richtig gut im Ausweichen. Ich mag das. Also anscheinend ist normal jetzt nicht die schwierigste Schwierigkeit. Gut gemacht, Izzy. Ist klar, dass das nicht die schwierigste Schwierigkeit ist. Was ist das denn hier? Da kann man durch, guck mal. Da ist ein seltsamer Ries. Da kann man bestimmt irgendein Zauber wirken. Aber ich verliere halt null Leben. Auf normal. Also das ist wirklich so zum Durchwaschen, glaube ich. Hier ist wieder eine verschlossene Tür. Ich will doch nur dieses blöde Schloss rein. Oh, sind wir jetzt schon im Schloss drin? Ah, sind wir jetzt quasi über die Kanalisation ins Schloss rein, oder was? Da ist so eine Wache. Ich hoffe, die schickt mich jetzt nicht raus, aber ich hier bin. Was tust du hier, junger Freund? Was sagst du? Die Prinzessin verbirgt sich in deinem Haus? Gut, wir schicken eine Eskorte, die sie zurückbringt. Dann werde ich dich mal zum König bringen. Oh, danke. Du hast eine schöne Rüstung. Die ist schön türkis. Geben wir alle so coole Rüstungen. Oh, da ist er, der König, mit seinem schönen Bart und seiner blauen Kutte und überhaupt. König Gentle. Oh, du hast meine Tochter beschützt. Ich bin dir unendlich dankbar. Liz, du meintest, die Lage wäre ernst. Was ist los? Als ich seine Gefangene war, meinte Valion, dass er endlich alle vier Elemente hätte und dass unsere Vernichtung bevorstehe. Ich habe nicht wirklich verstanden, was er mit den Elementen meinte, aber er plant wahrscheinlich einen weiteren Angriff. Ach, das war es also. Vor nicht allzu langer Zeit entführte Valion meine Tochter und verlangte von mir den Schlüssel des Königreichs. Unter der Drohung, ihr weh zu tun. Ich gab ihn ihm. Dummer König. Er wollte den Schlüssel, um Zugang zum Erdtempel zu bekommen. Wie Liz sagte, nun hat er alle vier Elemente. Aber was hat er mit ihnen vor? Er will der neue Avatar werden und alle vernichten, ist doch klar. Nun verstehe ich. Das ist eine Tragödie. Sehr. Ach so. Nun verstehe ich. Das ist eine Tragödie. In der Natur gibt es vier Elemente. Etwas feiert Luft. Diese Elemente sind das Fundament unserer Welt. Der Welt des Lichts. Licht ist das ultimative Element. Jedes dieser Elemente hat ein Gegenstück. Es gibt die Welt des Lichts, aber auch die Welt der Dunkelheit. Mit diesen Elementen kann er die Grenzen überschreiten und Risse zwischen den Welten verursachen. Oh, denkst du an das Ding unter dem Schloss? Genau, noch ist es nur ein Riss, aber bald, bald wird es ein Tor sein und wird von innen... Und es wird wer von ihnen geben? Oh, was geschieht, wenn die Tore sich öffnen? Das weiß ich leider nicht. Diese Welt beruht auf Harmonie und Gleichgewicht, die anderen aber auf Unordnung und Chaos. Er plant ganz sicher etwas Verheerendes. In diesem Fall müssen wir angreifen. Seine Armee ist schwach, aber deine auch. Du wirst nie zu ihm gelangen. Die Öffnung des Portals ist unvermeidbar. Sie steht bevor. Die einzige Lösung ist, alle vier Elemente zu sammeln, um uns auf einen Angriff der anderen Welt vorzubereiten. Wir werden Truppen entsenden, um die Elemente zu sammeln. Das bringt nichts. Wir können die Essenzen der Elemente nicht aufnehmen. Das können nur besondere Wesen. Wer soll es denn dann tun? Ja, was ist? Oh no! Wer hätte es gedacht? wie erschrocken die sind. Was, der? Ja, doch, doch, geht schon. Ja, ja. Vor kurzem gewährten mir die Götter eine Vision. Es war bla 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 bla. Ja, ja, du bist es. Große Krieger, einzige, annehmen, retten. Ja, ich werde retten. Klar mache ich das. Hier, hast du nicht meinen bösen Blick gerade gesehen? Ach, ich wusste, dass er es tut. Hier, nimm das. Ein Zauberstab. Das ist der Schlüssel des Königreichs. Ach so. Dankeschön. Der gleiche wie der Valion gegeben wurde. Du solltest ihn in die Kistenkammer gehen. Ich muss in mein Quartier zurück. Komm zu mir, wann immer du dich verloren fühlst. Ich werde meine Macht nutzen, um dich zu leiten. Danke, komischer Seher. Das erinnert mich hier alles sehr stark an Game of Thrones. Keine Ahnung warum, Leute. Aber ist halt so. Guck mal, wir können auch mit den ganzen reden. Geh in die Kistenkammer, geh in die Kistenkammer. So, hallo, König. Oh, ich hätte gerne mehr getan, aber wir müssen das Schloss beschützen. Wenn seine Mauern fallen, dann wäre das Ende von Doomen gekommen. Das ist blöd. Hallo, Lynn. Wollen wir heiraten? Ich glaube an dich! Nun gut, also das ist die Story. Wir sollen einfach die vier Elemente finden, den Bösewicht vernichten. Und das ist es dann. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das mit diesen kleinen Angezockern, dieses Spiel? Ich finde es ganz nett. Ich find's wirklich nett. Also es ist nett aufgebaut. Die Story scheint 0815 Story zu sein. Halt eine Heldenstory mehr oder weniger. Auch nicht so richtig, weil wir halt kein Loser sind. Es wäre eine richtige Heldenstory, wenn man am Anfang ein Loser wäre und dann plötzlich der Held wird. Und ja, dann wäre das eine richtige Heldengeschichte. Jetzt sind wir einfach der Auserwählte. Das finde ich immer ein bisschen blöd, aber ist auch okay. Musik, wie gesagt, ganz nett. Steuerung ist auch gut.
kommt halt drauf an, wie dann später noch die Fertigkeiten sind, was es da so gibt. Story scheint dabei auch ganz okay zu sein. Von daher, ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine 7,8 von 10. Und ja, ihr könnt mir ja gerne sagen, wie ihr das Spiel bewerten würdet. Und dann würde ich sagen, war es das aber erstmal mit diesem kleinen Video, um einen Einblick in dieses Spiel zu bekommen. Vielleicht kommen dazu noch mehr Videos oder ich werde es mal streamen, je nachdem, wie ihr das findet. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss von eurem Helden Dizzy. Bam, bam, bam. Yeah.